Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für die 14. Kalenderwoche, der Woche, die am 1. April beginnt und bis zum 7. April geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond und es könnte so etwas ruhiger für uns alle werden, aber wir wollen uns in diesem Video ansehen, lieber Wassermann, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Die Woche beginnt auf jeden Fall mit einem Feiertag, das Ostermontag. Ja, und mal schauen, wie die weitere Woche dann für dich werden wird. Lieber Wassermann, natürlich sind auch alle Cross, nicht, natürlich ist dann die Anrede gar nicht direkt an dich, lieber Wassermann. Also natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen, das wollte ich sagen. Und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Wassermann werden wird. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Auch immer spannend, welche Karten sich so gleich direkt aufdecken und zeigen und welche Karten das nicht tun. Aber natürlich brauchen wir so das Gesamtbild. Aber ja, sieht mir jetzt schon etwas herausfordernd aus im positiven Sinne. Wir brauchen noch eine Karte vom Mondorakel. Und können dann mit der Legung beginnen. Ah ja. Okay, lieber Wassermann, was haben wir hier so? Die Hohepriesterin. Hier geht es viel um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen in die eigenen Einschätzungen und Entscheidungen. Ja, die Hohepriesterin hat viel mit deiner inneren Stimme zu tun, mit deiner Intuition, die in dieser Woche sehr wachsam sein wird. Und es ist sehr zu empfehlen, ja, dir nicht zu viel vorzunehmen, weil du brauchst Freiheit, Freiraum, damit du deiner inneren Stimme, dieser Intuition in dir auch folgen kannst, ne? Handlungsspielraum, Handlungsspielräume. Und du brauchst eben auch die Möglichkeit, mehr Hingabe in deinem Leben zu zeigen. Ja, es ist ratsam, mit einer offenen Bereitschaft durch das Leben zu gehen und darin zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird, dass man sich dem Fluss des Lebens hingibt, den Geschehnissen um sich herum ihren Lauf lässt und sieht, wohin ein es führt. Ganz in dem Vertrauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt das richtige Gespür für die Entscheidungen, die notwendig sind, haben wird, ne? Ja, die Hohepriesterin ist eine sehr spirituelle Karte, ne? Bei der es um ja, tiefere Einsichten geht über das Leben, über seine Gefühlswelt, über das Sein. Die Hohepriesterin ist auch eine eher passive Karte, ne, die die Dinge auf sich zukommen lässt, ohne voreilig einzugreifen. Ja, es könnte daher doch eine recht entspannte Woche für dich werden. Auf jeden Fall erkenntnisreich, ne? Wir schauen mal, auf was sich das so bei dir bezieht. Ja, hier haben wir den Mond und den Gehängten. Wow. Wow, das sind alles sehr, sehr starke Wasserkarten, ne? Bei dem Mond geht es um tiefliegende Gefühle, die man auch vielleicht verdrängt hat über eine lange Zeit. Bedürfnisse, Gefühle, die aber in einem bestehen und auch aus dem Hintergrund heraus wirken. Und die Woche scheint mir sehr davon geprägt zu sein, dass du dich mit diesen in tieferer liegenden Gefühlen auseinandersetzen wirst. Und so können alte Ängste, alte Sorgen, alte Probleme immens hoch hervortreten, emportreten. Aber du wirst auch die Gelegenheit haben, diesen Ängsten auf ganz neue Art und Weise zu begegnen. Und hier die Gelegenheit bekommen, ein Stück weit über dich hinauszuwachsen und so etwas zu erreichen, was du immer erreichen wolltest, ne? Denn hinter dem Mond, hinter dieser Angst, hinter diesen tiefen Gefühlen
tut sich Neuland auf, ne? Eine neue Möglichkeit, eine neue Sphäre in deinem Leben, eine neue Gelegenheit, eine neue Sphäre, die du noch nicht so für dich entdeckt hast, die aber viel mit dem zu tun hat, was du auch vom Herzen wirklich möchtest. Hier könnte es auch eine Rolle spielen, zu seinen Gefühlen zu stehen oder seine Gefühle jemandem zu gestehen oder ein Geheimnis zu offenbaren oder selbst ein Geheimnis zu lüften. Also wirklich eine sehr spannende, aber sehr tiefsinnige Angelegenheit hier, ne? Gepaart ist diese Energie auch noch von den Gehängten. Und der Gehängte spricht auch von Bewusstseinserweiterungen, ne? Neuen Erkenntnissen, Einsichten, tiefe Einsichten über sich selbst. Ja. Aber im Vorfeld kann es schon auch sein, dass du mit großen Blockaden es zu tun hast, ne? Dass dir Widerstände begegnen. Und diese Widerstände kommen nicht von ungefähr. Die haben einen höheren Zweck, die haben einen höheren Sinn, den du die Chance hast, ihn begreifen zu lernen, ne, wenn du dich dem öffnest. Und so könntest du wirklich dann eine, ja, sehr umgreifende, bewusstseinserweiternde Erfahrung haben, ne, die dich eben auch in eine andere Sphäre bringt. Aber wow, ne, also sehr starke Karten hier. Was war denn in der Vergangenheit los? Die Liebe. Die Liebe, die Liebenden. Du hast eine Herzensentscheidung gefällt. Oh, es hat eine gewisse Dramatik hier, ne? Du hast eine Herzensentscheidung gefällt. Und in dieser Woche geht es viel darum, ob du bereit bist, also du wirst so ein bisschen geprüft, ob du für diese Liebe, für die du dich schon längst entschieden hast, auch wirklich bereit bist. Und für die Liebe braucht man Mut und den Mut, zu sich zu stehen. Den Mut zu seiner Liebe in sich zu stehen, den Mut auch die Verbindung zuzulassen zu einer anderen Person oder zu deinen Mitmenschen an sich. Und die Liebe zu dir selbst natürlich auch. Du hast hier eine sehr verbindende Erfahrung gemacht mit dir selbst und deiner Umgebung. Oder auch zu einer bestimmten Person oder einer Personengruppe, ne? Eine verbindende Erfahrung, bei der dann Gegensätze, vermeintliche Gegensätze, ja, wirklich klein dir vorkamen und du doch deutlich das Verbindende zwischen dir und diesen Menschen oder aller Menschen erkannt hast, ne? Und aus diesem Gefühl heraus hast du, ohne es vielleicht auch bewusst zu merken, eine Entscheidung getroffen, die jetzt noch nachwirkt. Ja, beim Mond, da kann es auch darum gehen, jemandem seine Liebe zu gestehen. Oder zu etwas zu stehen, was man vom Herzen her wirklich machen möchte. Zu seinem Herz zu stehen, auch wenn der Verstand einen etwas Gegenteiliges sagt, ne? Herz und Verstand müssen nicht immer im Einklang sein und können dir, lieber Wassermann, durchaus unterschiedliche Signale geben. Und als Luftmensch ist man immer so geneigt, in diesem Verstand zu bleiben und nur das als Realität anzuerkennen. Aber in dieser Situation ist das Herz von größter Notwendigkeit, ne? Die Herzenskraft, die sich hier durchaus vom Verstand unterscheiden kann. Aber vielleicht ist es auch im Einklang, ne? Das würde ich dir natürlich auch wünschen. Das wäre vielleicht dann, also das könnte man als Zufall verbuchen, ne? Also ein günstiger Zufall in dem Sinne. Okay, ich bin baff von deiner Legung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in deinen Gedanken. Ein Prinz der Scheiben. Der Prinz der Scheiben kann jetzt eine andere Person in deinem Leben sein oder sich auf dich beziehen. Das ist auch denkbar, obwohl der Prinz der Scheiben zunächst erstmal eine Erdperson anspricht, ne? Steinbock, Stier, Jungfrau wären hier so die Sonnenzeichen, die dazu passen würden. Aber natürlich kann diese Person auch ein ganz anderes Sternzeichen haben oder diese Erdenergie in einen anderen Aspekt haben, ne? Im Aszendenten oder in der Venus.
Wenn das eine andere Person ist, lieber Wassermann, wirst du dir über diese Person auf jeden Fall viele Gedanken machen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Energie sich auf dich bezieht. Und dann geht es dann darum, dass du dich auch selber mehr wie ein Prinz der Scheiben verhalten möchtest und dir darüber viele Gedanken machst. Ja, der Prinz ist zunächst erstmal eine junge Person, kann auch eine weibliche Person sein, aber eine junge Person oder eine Person mit einer ausgeprägten jungen, kindlichen, jugendlichen Seite. Unabhängig vom Alter, ne? Ja, der Prinz der Scheiben ist so ganz bodenständig, ne? Ein pragmatisch denkender Mensch, ein P Mensch mit praktischen Lösungsansätzen, ein Mensch, der im Moment verweilt, einen guten Zugang zur Natur hat, sich mit der Natur verbunden fühlt, mit dem Moment der Gegenwart auch. Ein Mensch, der das Bodenständige genießen kann. Und das heißt eben auch die sinnlichen Freuden, ne? Gutes Essen, Sinnlichkeit, Körperlichkeit. Ja, ein Mensch, der auch gemütlich, entspannt, gelassen und genügsam ist. Ja. Beruflich ist der Prinz der Scheiben auch manchmal jemand, der wie ein Lehrling ist, eine Auszubildende, jemand, der etwas dazulernt, etwas meist im praktischen Bereich, ne? Wir schauen uns mal diesen Prinz der Scheiben genauer an. Was denkt dieser Mensch? Ja, wow, dieser Mensch ist einfach glücklich und dieser Mensch empfindet das, was ihm gerade passiert, als seine Bestimmung, als sein Schicksal. Dieser Mensch ist wirklich im Moment sehr, sehr glücklich, ne? Sehr beseelt, sehr beherzt dabei, voller Leidenschaft dabei und möchte Klarheit, möchte neue Erkenntnisse, möchte offen reden, möchte Ehrlichkeit, möchte einfach die Sonnenseiten des Lebens genießen, am besten mit jemandem zusammen und hält dies auch für seine Bestimmung, ne? Hält dies auch für ein großes Glück? Also das, was dieser Mensch erlebt, ist ihm einfach gerade sehr, sehr wichtig, ne? Sehr, sehr spannend. Und hier im Unterbewusstsein ein Ritter der Kelche. Ja, und hier lässt sich ebenfalls das Gleiche sagen wie beim Prinzen. Eine andere Person und oder deine Seite. Der Ritter der Kelche ist eine Wasserperson, ne? Fisch, Krebs, Skorpion. In der Kombination mit Erde, besonders Krebs oder Steinbock. Aber das können natürlich zwei unterschiedliche Personen sein oder du bist die eine Person, dein Gegenüber die andere Person. Der Ritter der Kelche ist auf jeden Fall der gereiftere Mensch, ein gereifterer Mensch. Kann auch eine weibliche Person sein, eine Wasserperson. Ne? Es ist eine Person, die sehr sensibel, sehr romantisch, sehr einfühlsam ist, mit vielen Idealen und deswegen, also und dieser Mensch möchte diese Ideale auch Wirklichkeit werden lassen. Deswegen ist dieser Mensch sehr hilfsbereit, sehr einfühlsam, mitfühlend und einfach ja sehr sozial engagiert, ne? Romantisch, manchmal auch musisch kreativ begabt, ne? Ja, wenn dies eine andere Person in deinem Leben ist, lieber Wassermann, seid ihr von den Seelen her sehr miteinander verbunden, ne? Ihr braucht gar keine physische Anwesenheit, um euch verbunden zu fühlen. Und dieser Mensch ist sehr, sehr wichtig für dich. Wenn der Ritter der Kelche sich auf dich bezieht, dann wird es so sein, dass hier deine emotionale Seite angesprochen ist, die gerade zur Zeit im Begriff ist, sich weiterzuentwickeln, zu reifen, ne? Persönliches Wachstum erfährst du hier auf der emotionalen Ebene und du wirst dann auch diese Seite an dir auch mehr zeigen können mit der Zeit. Oder das drängt so ein bisschen in dir dazu, diese Seite zu zeigen. Ja, also
Auf dieser Ebene sind diese beiden Gemüter von beiden Personen sehr, sehr ähnlich, ne? Der Prinz der Kelche hat auch irgendwie das Gefühl, dass etwas sehr, sehr gut funktioniert, sich sehr positiv entwickelt. Dieser Mensch ist auch entschlossen, den eigenen Sieg oder die Sonnenseiten des Lebens, die schönen Seiten des Lebens voll und ganz zu genießen. Ja, aber dadurch, ja, irgendwie letztendlich drängt sich diesen Menschen aber eine wichtige Erkenntnis auf, die auch was mit den eigenen Sehnsüchten zu tun hat. Irgendwie gibt es hier eine starke Sehnsucht bei diesen Menschen und dieser Mensch wird sich dieser Sehnsucht erst jetzt so richtig bewusst. Ein Mangel, ein Bedürfnis, ein Vermissen. Und das geht alles einher mit einer wichtigen Einsicht, die deiner Einsicht auch entsprechen könnte, die damit in Verbindung stehen könnte. Mist, es ja etwas uneindeutig, aber wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Sehr viele große Arkane. Eine sehr wichtige Zeit, in der sich vieles entscheidet für dich, lieber Wassermann. Und du möchtest, ja, du stellst dich der Sinnfrage, das passt hier auch zum Gehängten, und auch zu deiner Herzensentscheidung. Du fragst dich jetzt, was dir wirklich wichtig ist und suchst diesbezüglich nach Antworten und bist auch bereit, diesen Weg entschlossen zu gehen, deinen persönlichen Weg des Herzens, deinen Weg der Überzeugung, ne? Das, was deinen Werten entspricht, zu leben, wie es deinen Werten, deinen wahren Werten entspricht, das ist etwas, was dir jetzt, was gerade zu entscheiden ist, ne? Und das sind natürlich alles sehr, sehr hohe Ziele. Du hast dir hier ein hohes Ziel vorgenommen. Es hat hier womöglich wirklich mit Idealen zu tun, mit ja, mit etwas Größeren. Und ein Teil von dir hat den Eindruck, das nicht schaffen zu können. Ein Teil von dir, da zeigen sich Selbstzweifel, nagende Selbstzweifel, aber die sind natürlich konstruiert, ne? Es hat mit dem Mond zu tun. Das ist die Abwehr, ne, von deinem Verstand. Hör in dieser Woche nicht auf deinen Verstand, hör auf deine Intuition, auf dein inneres Gespür, auf dein Herz, auf dein Gefühl. Das ist ganz, ganz wichtig. Dein Verstand wird dir sagen, dass das unsicher ist, dass das nicht machbar ist, dass es nicht möglich ist, dass es nicht Wirklichkeit werden kann. Aber was weiß denn dein Verstand schon? Dein Verstand kennt die Wahrheit genauso wenig wie irgendwer. Denn in gewisser Hinsicht gibt es keine Wahrheit, ne? Jedenfalls nicht so, wie wir es uns als Individuen vorstellen. Und warum sollte dein Herz nicht genauso klug sein wie dein Verstand, lieber Wassermann? In Sachen Sozialem, in Sachen soziales Umfeld, Familie, Freundeskreis, auch Partnerschaft, bist du in dieser Woche etwas introvertiert. Und das ist bei solchen starken Energien auch kein Wunder, weil die Energie brauchst du in vielerlei Hinsicht für dich selbst. Und das weißt du auch, du ziehst dich so ein bisschen aus dem Weltgeschehen zurück und denkst nach über dich und die Welt, und möchtest hier auch den Fokus darauf setzen und behalten. Es geht dir dabei viel darum, eine objektive eigene Meinung zu erlangen, aufrechtzuerhalten und beizubehalten, ne? Damit du hier kühlen Kopf bewahrst und klare, vernünftige Entscheidungen für jetzt und auch in der Zukunft fällen kannst, ne? Die dir dabei helfen, auch dir selbst treu zu bleiben. Du bist auch bereit, in dieser Woche auf etwas Schönes zu verzichten für diese Einsamkeit, ne, oder für das Alleinesein, ne? Du bist hier bescheiden, genügsam, genauso wie der Prinz der Scheiben, ne? Ein bisschen Enthaltsamkeit könnte hier eine Rolle spielen, ne? Dass du hier auf etwas verzichtest
für ein höheres Ziel, für ein wichtigeres Ziel und dass du hier einfach, ja, ein vernünftiges Leben führen möchtest. Ja, du sehnst dich nach neuer Leidenschaft, nach einem neuen Ziel, nach einem neuen konkreten Ziel. Du möchtest hier neue, frische Energie bekommen, die dir Motivation verleiht für ein neues, höheres Ziel. Auch wenn es hier womöglich auch um eine Partnerschaft geht, ne, da könnte es sein, dass du das Feuer in eurer Partnerschaft wieder reaktivieren möchtest. Du weißt aber auch, dass eben eine wichtige neue Richtung hier vonnöten dafür ist. Du erhoffst dir, dass sobald ja, ihr beide, die oder du vor allem die Richtung bestimmt hast und bestimmt habt, für euch persönlich zumindest, dass dann das Feuer zwischen euch wieder neu entflammen wird. Vor allem auch das Feuer in dir, ne? Also, ja, du setzt hier auf neue Leidenschaft. Und schau mal, du wirst glücklich sein, ne? Du wirst glücklich über diese Woche sein. Und die Woche mündet in einer wunderschönen Begegnung, wahrscheinlich hier mit dem Prinz der Scheiben und oder den Ritter der Kelche. Und da wirst du dann auch wieder wieder in die ins Weltliche treten, ne? Da kommst du aus deinem Schneckenhaus hinaus und hast halt wirklich auch etwas zu feiern, ne? Weißt dadurch dann viel mehr, wer du bist, welchen Weg du gehen willst, was deine Bestimmung auch ist, was dein wahrer Weg ist, ne? Dein Weg des Herzens, den du aus deiner Herzkraft heraus, für den du dich aus deiner Herzkraft heraus entschlossen hast. Wow, es ist eine ganz schön dramatische Legung, aber das Ende wird wunderschön. Hier kommt auch Klarheit rein. Hier wird auch das Geheimnis gelüftet, ne? Hier sind offene Gespräche da, Erkenntnis, Leichtigkeit, Unbeschwertheit, ne? Und einfach nur eine wunderschöne, glückliche Zeit. Also lass dich nicht von deinem Verstand aufhalten und aktiviere deine Herzkraft, lieber Wassermann. Eine neue romantische Phase. Eine neue romantische Phase. Neumond in der Waage, auch spannend, ne? Eine neue romantische Phase hat schon auch viel mit Gefühlen zulassen zu tun. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Woche für dich, lieber Wassermann, und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg, dass du dich gut auf diese Energien einstellen kannst, dass du dich gut mit diesen Energien verbinden kannst, die ausleben kannst und viel davon erfährst darüber, ne? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine wunderschöne Zeit und viele schöne Erfahrungen. Ich wünsche dir natürlich auch frohe Ostern und frohe Feiertage. Alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.